Also weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Geht schon! Let's go! Wir gehen jetzt die Party ab. Bisschen Bergheim-Feeling. Mein guter Exotismus. Der Gäste ist ein Scheißdrücker. Da sind wir drauf. Stierrackenkommando. Ich werde einfach die Hose runterziehen. Nicht aus dem Behälter nehmen, die Pfeil. Mädchen haben eine Vagina. Also er hat definitiv keine Vagina. Screw your freedom. Letztlichst willkommen zu einem neuen Vlog. Heute geht's in das Gym, welches das Gym heißt. Also von Intelligent Strength in Wien im zweiten oder so. Und um 18 Uhr gibt's die 7-jährige Jubiläumsfeier. Und ja, wir fahren heute extra für weg, damit wir auch in Ruhe das Gym erkunden können und ein ruhiges Workout ausführen können. Also was trainierst du heute? Rücken und Beine, weil ich sonst nie eine Hackenschmidtmaschine sehe, mache ich extra noch Beine okay, dazu. Cool. Es werden wahrscheinlich sehr viele Leute dort sein, also wir sehen uns. So, wir sind jetzt hier im zweiten Bezirk. Da hinten ist das Gym. Jetzt haben wir sich hier eingeparkt, weil vor dem Gym gibt es leider keine Parkplätze. Da sieht man schon einen ausgebleichten Ani. Das Gym-Auto anscheinend. So, hier ist das Gym. Und auch das Anabol. Hier wären Parkplätze für Intelligent Strength, aber da ist alles voll. Menü gibt's da auch. Schwarzenegger. Jetzt kommen wir rein. Also heute ist die Tageskarte bei 15 Euro. Das ist die Hall of Fame der Umkleidekabine. Noch mehr Handeln. Nochmal den Schwarzenegger. Mädchen haben eine Vagina. Das stimmt. No bullshit. Boys have a penis, girls have a vagina. Also er hat definitiv keine Vagina. Hier gibt es einige Billboards von den ganzen Schwarzenegger-Filmen. Hier gibt es einiges an Trophäen. Die Dame hier kommt aus Venice Beach. What's up? What's up? Yeah, greetings to LA. Thank you. Reißt der Kühlschild los. Ich glaube, das sind die Heiseln. Da geht man urinieren. Das Benz und Terence Hill, meine Lieblingsklamauk-Helden. Hier gibt es ein Boxsäckchen. Oder Posingraum. Das ist der Posingraum, ja voll. Ein bisschen Iron Mike. Ali McGregor, hey Pacquiao! Wer würde von denen allen gewinnen? Ich denke der hier. Spinal! Hier ist noch so ein Boxsack, noch ein paar Kino-Plakate. Hier kann man etwas abchillen. Ein Billardtisch. Hier kann man ein bisschen einen Shoulder-Pump sich holen. Wieder dieser. Ah. Das ist das Problem, was am Gym ist. Man will gar nicht mehr raus, wenn man jeden Tag so ein Gym hätte. Das stimmt, ja. Jeder von uns schimpfen, dass man nicht nach Hause kommt. Hier kann man auch zocken, schau. Aber ich glaube, die Leute sind im Gym beschäftigt. Gemälde von Papa Pürzel. Könnt ihr Gemälde kaufen? Hier ist die Aussicht auf die Hauptstraße. Auf Vertrauensbasis kannst du hier ein paar Euro reinhauen und dir ein Monster nehmen. Noch so eine Schultermaschine. Sehr rustikale Schultermaschine. Hier sind einige Bücher. Schlechter Sex 2. Kann man sich mal durchlesen. Hier ist der Saunabereich. Kann man sich nackig machen. Ein bisschen schwitzen. Schwitzen und nackt sein. Ist cool, oder? Ja. So, jetzt befinden wir uns im ersten Stock hier. Gibt es einiges an Geräte. Frank Zane, Rocky. Ein paar Pro-Bodybuilder. Also da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Das ist so eine Schwierigkeit. Noch ein bisschen Schwarzenegger. Ein bisschen Coolman. Noch ein bisschen Schwarzenegger. Noch ein bisschen Schwarzenegger. Noch mehr Schwarzenegger. Ein bisschen Ali. Keine Ahnung. Ralf Möller. Hier gibt's den Kurzhantelbereich. Natürlich meine fette Schlitzigkeit. Ja, da geht's ein bisschen weiter als 50 Kilo, 65 Kilo, 80 Kilo, 100 Kilo, 120 Kilo Hanteln. Die muss man auch mal aufheben können. Na boom, das sind einige Langhanteln. Hier ist anscheinend der Powerlifting-Bereich. Das ist Gewichtheben. Hier gibt's ein bisschen Chalk. Haben wahrscheinlich Leute mit Kreatin verwechselt. Nicht aus dem Behälter nehmen, du Bau. So, ich denke, ich werde mal anfangen, etwas zu trainieren, weil sonst werde ich ja gar nicht mehr fertig. Fang mal an mit ein bisschen Kurzhanteltraining. Dass du dich hier mit einer Cleverfit-Flasche hertraust. Versteck das lieber. Alle am Vloggen hier, überall Stative. Ja, braucht man keine Stativopie haben oder so. Fähig. Fähig. So, das Gym füllt sich immer mehr und mehr. Gott sei Dank ist mit denen ein Spaßtag, aber es ist schon 18 Uhr und ich glaube, diese Feier fängt jetzt gleich an. Heftig, was hier abgeht.
die Gym-Community. Hier ist auch voll Leimand. Noch ein YouTuber. Hier ist der Mr. Schlitz und du bist da? Mein Name ist Bernhard Harald Otto Holubar. Willkommen. Sehr gut, schnitzlichst willkommen. Der Robert das Krems. So viele neue schöne Gesichter. Was zum Teufel nochmal ist so komisch an mir? Da wärmt sich wer auf für die Essen-Challenge. Ich hab doch, die kriegen ein gratis Monster. Ja, unten, unten. Echt? Powerade und Monster unten für free. Da hat Rapunzel ein paar Monster gebunden. Jetzt fängt das Ganze an. Der wird auch gepumpt. Ich will mich so fett nehmen, die zwei. Maskulär. Sie macht einfach genüsslich weiter Hip Thrust. Warum nicht? So, hier geht jetzt die Party ab. Da hinten gibt's ein bisschen Bergheim-Feeling. Dass das vor eineinhalb Monaten schwanger warst? Top. Mach ein paar Sissy-Squats, Rapunzel. Scheiße, ich nenne dich die ganze Zeit Rapunzel, obwohl ich meine Pippi Langstrumpf. Okay, jetzt kriegst du eine. So, Pippi Langstrumpf versucht sich an die Dips. Was laber ich da? Weiter, weiter. Ja, sehr brav. Na siehst du, jetzt hast du es auf Video. So, wir sind jetzt hier im Posing-Raum. Jetzt machen wir mal einen Formcheck. Ich werde einfach die Hose runterziehen. Hose. Und weiß jetzt. Wie geht weiter? 1, 2. Rückenhose. Hose ist schon anstrengend. So, was denken sich die Leute wohl, wenn wir jetzt zu zweit rauskommen und ich so schwitze wie eine Sau. Jetzt geht's ab zur Kabine, wir ziehen uns um und dann geht's zum Anabol. Also das Restaurant, das hausinterne Restaurant von Das Gym. Da holen wir sich eine Bowl oder so. Ja, seid ihr dabei? So, jetzt sind wir beim Anabol. Hier gibt es ein paar Bowls. So, hier kann man sich das Ganze selber zusammenstellen. Also ich nehme wahrscheinlich so ein Porridge. Ein Porridge? Nein, Milchreis. Das wäre cool, oder? Ich habe auch irgendwie Bock auf Milchreis, ja. Okay, du kannst sogar Mango dazu nehmen. Proteingeschmack kann man mixed auswählen. Möchtest du mixed? Vanille. Oder Vanille? Ich will Vanille. Wird geladen. So schaut die Bowl aus. Milchreis mit ein bisschen Mango und Himbeere. Wie schmeckt es bei dir? An der Ecke ist ein rundes Ding, wo da steckt. Also es zahlt sich auf jeden Fall aus, hierher zu kommen. In Wien wohnen würden, würden wir uns direkt hier anmelden, aber sofort. Aber vielleicht holen wir sich ja so einen 15er Block, dann kommen wir jedes Wochenende hierher. Oder ab und zu, wenn wir können. Oder jedes zweite Wochenende, ja. Als Hochzeitsgeschenk von uns, weil wir 10 Jahre bald zusammen sind, aber nicht mal. 10 Jahre, Wahnsinn, muss ich diese Frau ertragen, Katastrophe. So, ein letzter Einblick ins Gym und es geht ab nach Hause. Ciao, gell? Hey, das ist eine massive Handel hier. Bye, bye, Gym. Das Gym war auf jeden Fall ziemlich wild. Und ja, das war's eigentlich mit diesem Kurzvlog. Und ja, bis aufs Weitere, sag ich mal, verpisst euch. Der Punzel hat einfach so ein richtig langes Ding, oder? Lange Haare. Langes Ding. Runterhängen. So wie ich. Wird mal wieder Zeit für Abwechslung, oder? Niemals. Hey, wir haben einen Kuss gemacht. Ha! Geil!